Hallo meine Lieben, ich bin's wieder Steffi oder auch Devily Crochet und ihr seid hier auf meinem Kanal Sweet Little Things gelandet. Hi! Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer, egal ob neu zu mir gefunden oder ob ihr mir schon länger folgt, ich freue mich über jeden. Ja, ich bin ein bisschen außer Atem, bin gerade ein bisschen durch die Wohnung geflitzt, um die paar Sachen, die ich euch zeigen kann, wirklich hier parat zu haben. Ja. Für die, die neu hierher gefunden haben, hier geht es um Handarbeiten, Häkeln, Stricken, Nähen, ab und zu mal Knüpfen, ist jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen. Und Spinnen. Und ja, die kleinen süßen Dinge drumherum. Wir haben heute Donnerstag, den 14.12. Und ich habe ja letzte Woche meine Auslosung gemacht vom Gewinnspiel. Und das Paket müsste heute oder morgen auch ankommen bei der lieben Hanna. Deshalb kann ich euch den Gewinnerstrang, den ich gefärbt habe, heute nicht zeigen. Ich habe ihn nicht fotografiert. Also wer den sehen will, der muss darauf hoffen, dass Hanna den vielleicht in einem ihrer nächsten Videos zeigt. Den Kanal von Hanna werde ich euch heute oder morgen unter dem Video hier verlinken, je nachdem, wann ich Zeit habe, weil ich lade das alles erstmal mit meinem Smartphone hoch. Und wenn das dann hochgeladen ist, dann mache ich die Videobeschreibung am Computer. Das ist einfacher. Nur je nachdem, wie lange das Internet braucht, bin ich vielleicht schon im Bett, wenn das Video online geht. So wie bei den letzten Malen, weil es da immer ewig gedauert hat. Und ja, heute wird es wahrscheinlich auch ein bisschen eher, dass wir ins Bett gehen, denn mein Kleiner ist wieder oder immer noch krank. Also es ist ein bisschen besser geworden, was den Husten angeht. Aber dafür hat er ständig Fieber und erhöhte Temperatur. Und da wurde ich am Montag angerufen, dass ich ihn bitte abholen möchte. Bei 39,2 hätten sie im Kindergarten aufgehört zu messen. Wir waren eine Dreiviertelstunde später zu Hause, da waren es dann 38,2, nochmal eine halbe Stunde später 37,3 oder sowas. Dienstag nicht mal mehr erhöhte Temperatur gehabt, alles gut. Gestern habe ich ihn wieder in die Kita gebracht, 2,5 Stunden später klingelte mein Telefon. Können Sie bitte Ihren Sohn abholen? Der hat schon wieder über 39 Grad Fieber. Ja, es war 3,5 Stunden später, nachdem ich ihn abgeliefert habe. Ja, es war so gegen 11:30 Uhr und um 12 machen alle Kinderärzte hier zu in Berlin. Die haben mittwochs und freitags fast alle nur von 9 bis 12 offen. Also wenn die Kinder danach krank werden, ist herrlich, muss man mit denen ins Krankenhaus. Gut, so schlimm war es bei meinem Kleinen jetzt nicht. Habe mich dann bei meiner Chefin abgemeldet und habe gesagt, ich fahre dann halt morgen mit ihm zum Arzt und lasse mich rückwirkend krank schreiben. Und für den Rest der Woche, ab nächster Woche, haben wir ja eh Urlaub. Wobei er da am Montag nochmal in den Kindergarten muss, weil ich einen Zahnarzttermin habe, wo ich ihn nicht gebrauchen kann. Der rennt dann nur rum und fasst alles an. Und ja, es war nur so ein Kontrolltermin, um den Stempel im Heft zu kriegen, aber es muss trotzdem nicht sein. Also wenn er sich jetzt übers Wochenende gut macht, dann geht er am Montag nochmal in den Kindergarten. Wir haben jetzt auch einen neuen Hustensaft verschrieben bekommen, mal nichts Pflanzliches, weil unsere Kinderärzte sind erstmal, die verschreiben erstmal die pflanzlichen Mittel, die Naturheilmittel. Und nur wenn die nicht anschlagen, dann kommt die Schulmedizin zum Einsatz. Und ja, wir haben jetzt einen, ich sag mal, einen richtigen Hustensaft. Und ein Antibiotikum, weil die Nase, der Hals, das Fieber, dann hat er wahrscheinlich eine beginnende Mittelohrentzündung oder sowas. Und dann meinte der Arzt, jetzt müssen wir mal. Das ist das erste Mal, dass der Kleine ein Antibiotikum bekommt. Also mal gucken, wie er es verträgt. Ja, einmal am Tag, 3 Tage lang. Schauen wir mal, ich bin ja nicht so der Fan von Antibiotika. Gabe bei jedem kleinen Furz, aber es geht jetzt schon über 4, 5 Wochen so, dass er krank ist und irgendwie müssen wir mal gucken, ob wir da die Viren ausschließen können, dass es halt doch bakteriell ist, dass da irgendwo eine bakterielle Entzündung ist und ja, das machen wir jetzt mit dem Antibiotikum. Ja, vielleicht kann ich euch zu der solcher Sache, also zu dem Thema nachher noch eine Story erzählen, je nachdem, ob wir dann noch Zeit haben. Aber gut.
Für alle, die wegen meinen Handarbeiten hier sind, da kann ich. Oh. Klebte ein kleiner Lutscher auf meinem Projektbeutel. Von wem der wohl ist. nein, kommen wir zu den Handarbeiten. Und zwar kann ich euch etwas Fertiges zeigen. Etwas, das weitergegangen ist und etwas, das ich neu angeschlagen habe. Und eine zweite fertige Sache, die blende ich euch jetzt mal ein. Und zwar seht ihr meine Wichtelsocken. Die sind heute auch schon bei meiner Wichtelpartnerin angekommen. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, die werden im Januar ausgepackt. Ich warte auch auf mein Paket. Mal gucken, wann das ankommt. Und zwar sind die. Hier bin ich wieder. Zwar sind die gestrickt mit der Lana Grossa Meilenweit, war das, glaube ich, in achtfach. Also bei der Meilenweit bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall achtfach. Ich habe die Banderole leider nicht mehr. Die ist kurz nach dem Kauf flöten gegangen. Es sind 12 Maschen pro Nadel. Es waren, ich habe gestrickt auf 3,5er, glaube ich, Nit pro Zingnadeln. Oder waren es die 4,5er? Ich glaube, die 3,5er. Die lavendelfarbenen. Ansonsten schreibe ich, habe ich das jetzt hier irgendwo noch berichtigt und die richtige Nadelstärke hingeschrieben. Das Muster ist das Kürbissuppenmuster und der Fuß ist glatt rechts und dann eine Bändchenspitze und Bumerangferse. Verbraucht habe ich knapp 100 Gramm Knäuel. Da war dann nicht mehr so viel übrig, da hatte ich dann schon ein bisschen Angst, dass es für die Spitze nicht mehr reicht, aber es ist sich ausgegangen. Genau. Und dann, jetzt muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Ich habe heute schon wieder so einen kratzigen Hals. Wir mussten heute nämlich, als wir beim Kinderarzt waren, wir waren um 9:30 beim Kinderarzt, der macht um 9 auf. Und dann mussten wir bis um 11 nochmal rausgehen und warten, dass wir dann dran kamen. Und dann waren wir beim Bäcker und haben da gefrühstückt. Und irgendwie habe ich da mitten im Zug gesessen. War jetzt nicht so toll. Okay. Und ich habe etwas fertig. Ich habe etwas fertig. Die, die mir länger folgen, die werden meine Freude verstehen. Und zwar ist endlich mein Fanschal fertig geworden. Also nicht, dass ich Fan von ne, dem Fußballverein bin, den man hier anhand der Farben sicherlich ganz gut sehen kann. Nee, nee, nee. Mein herzensallerliebster Freund, der Papa von meinem Zwerg. Der hat sich mal was Gestricktes von mir gewünscht. Und hier ist es. Alle Fäden vernäht, umhäkelt, gewaschen, gespannt. Also der hat jetzt eine Länge von circa 2,10 Meter. Gestrickt, vorm Baden hat er eine Länge gehabt von knapp 1,80. Und dann kamen nochmal 30 cm durchs Baden hinzu. Verbraucht habe ich ein Dreiviertel Knäuel von der schwarzen und anderthalb Knäuel von der gelben Wolle. Und das ist die Katja Pure Merino. Oh, nee, Merino Classic. Classic Merino, glaube ich. Ich blende es euch auf jeden Fall nochmal ein. Ich habe es schon so oft gesagt, aber ich kann es mir immer nicht merken. Ich glaube, mit einer 3,5er Nadel, Nit pro Zing, Rundstricknadel. Und endlich fertig nach über einem Jahr Arbeit. Gut, im letzten Jahr, eigentlich von Oktober bis, ich glaube, April, habe ich vielleicht so ein Stück gestrickt. Also der Rest kam jetzt dieses Jahr. Das meiste im Endspurt. Vor 2 Monaten, glaube ich. Beim letzten Mal war ich ungefähr hier. Und dann kamen nur noch also ein Stück Schwarz, das Gelbe und das Schlussschwarz. Dann habe ich es noch umhäkelt, weil ich es einfach schöner finde, wenn es einen glatten Rand hat. Und ich mag das auch, dass das hier jetzt nochmal mit Schwarz eingefasst ist. Ich habe ihn fertig, ich habe ihn fertig, ich kann ihn zu Weihnachten verschenken. Ich bin so froh und ich möchte bitte jetzt Applaus von euch allen haben. Ihr müsst jetzt kein Mitleid mehr mit mir haben, wenn ich den im Video zeige und rumjammere, dass ich ihn immer noch nicht fertig habe und dass es überhaupt keinen Spaß macht, ihn zu stricken. Er ist fertig. Ja.
Ja, fertig geworden ist schon vor ein paar Tagen, zum Glück. Und dann, ich hatte nicht ganz so viel Zeit zum Stricken. Dann habe ich weiter gestrickt an meinem Flax Light Pullover. Jetzt habe ich auch mal rausgefunden, warum der Flax Light heißt, weil der mit dünnerem Garn gestrickt wird als der normale Flax. Und ich habe das Garn hier nochmal verdünnt. Normalerweise wird es ja mit Sockenwollstärke der Flax Light gestrickt und ich stricke den ja mit Wollmeise Pure Wool Lace. Beim letzten Mal war ich hier und das Stückchen, also so ein Stückchen ist dazugekommen. Das mag nicht viel erscheinen, aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Reihen und die sind verdammt, verdammt lang. Also es ist ein 80 cm Seil mit 3,5er Nadeln. Frag mich jetzt nicht, was das für Nadeln sind. Keine Ahnung. 80 cm Seil und das schoppt sich wie Sau hier drauf. Also, das sind echt lange Runden. Ich bin jetzt ungefähr 7 Runden vor dem Abtrennen der Arme. Also, es wird langsam, es wird. Und ja, der Flax Light hat halt eine Besonderheit am Arm. Das sieht man jetzt hier doch. Hier ist ein Kraus-Rechts-Muster und alles daneben. Links und rechts daneben ist glatt rechts. Und zwar geht dieses Krausmuster wirklich vom Joke bis runter zum Arm. Also so mittig auf dem Arm entlang. Der Rest des Pullovers ist komplett glatt rechts gestrickt bis halt auf die Bündchen. Ja. Auch da ging es ein bisschen voran. Jetzt nicht so stark oder so viel, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber mein Kleiner hat halt wirklich viel Aufmerksamkeit gefordert und ja, die muss er auch bekommen, wenn er krank ist, ne? Wir haben viel geknetet, er hat jetzt Knete für sich entdeckt und wir haben Plätzchen gebacken, was er auch für ihn wie Kneten war. Also, weil ich faul war, habe ich so Fertigteig gekauft, so ein Haselnuss-Mürbeteig und Honiglebkuchen und eigentlich echt ganz lecker, nur ich hatte leider weder Puderzucker noch Zitrone da, um einen Guss zu machen. Und somit sind die Haselnussplätzchen komplett ohne Verzierung, weil die schmecken auch so. Und die Lebkuchen haben einen Vollmilchguss bekommen mit ein paar Streuseln drauf. Passt auch. Mein Kleiner isst die nicht so gern, aber der ist eh nicht so der Keks-Fan. So. Und dann kommen wir zu dem letzten strickigen Teil. Ich habe auch nichts genäht. Ich habe nichts weiter gesponnen. Doch, ich habe eine halbe Stunde habe ich an meinem schwarzen Merino weiter gesponnen. Aber das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Den Fortschritt sieht man jetzt nicht wirklich. Ich habe auch nichts gehäkelt. Es steht jetzt aber demnächst wieder ein bisschen Häkelkram an. Und dann habe ich auch schöne Bobbel, die ich gerne mal verhäkeln würde oder verstricken. Weiß ich noch nicht. Aber ich habe ein neues Paar Socken angefangen. Da habe ich ein, zwei rechts, eins links Bündchen. Und dann wird es glatt rechts. Das ist auch die Lana Grossa achtfach, ich denke meilenweit. Ach, ich kann euch sogar sagen, mit 4-5er-Nadeln. Ich habe also auch die anderen Socken mit 4-5er-Nadeln gestrickt. Dann brauche ich mir jetzt nicht die Mühe machen, das einzublenden. Hier habe ich nämlich die Knit Prozing 4-5er in 15 cm drin und die anderen Socken habe ich auf den 20 cm Nadeln gestrickt. Genau, da kommt jetzt noch ein bisschen Schaft dran, dann Bumerangferse, Spann und Bändchenspitze, denke ich. Oder ich mache eine Sternchenspitze, ich weiß nicht. Nee, ich denke Bändchenspitze. Genau. Dann, bevor ich zum nächsten komme, eine kleine Story. Am Dienstag war ich ja zu Hause, weil der Kleine krank war. Das war auch ganz gut so, denn morgens um 7:30 hatte sich ein Heizungstechniker angekündigt, weil unsere Heizung im Wohnzimmer immer wieder ausfällt. Vorneweg, das Problem ist zum Glück oder scheint behoben zu sein. Wir haben jetzt einen automatischen Entlüfter dran. Das sieht total abgespaced aus. Ich kenne die normalerweise nur so klein. Und das Teil ist so groß und hängt jetzt oben an der Heizung.
Aber solange wie es seinen Job tut, also bisher war die Heizung warm. Außer jetzt über Nacht, aber da habe ich sie auch auf 1 runtergestellt. Also keine Ahnung, vielleicht hat sie da halt nicht geheizt. Als ich sie so hochgedreht habe, ist sie sofort wieder warm geworden. Und jetzt, wenn mein Freund heute nach Hause kommt, der kommt wieder einen Tag eher, weil er morgen noch ein bisschen was regeln muss für sein neues Auto, was er dann am Samstag bekommt. Dann kann der wieder die Zeitschaltuhr anbauen und dann kann ich wieder schön einstellen, wann es warm und wann es kalt ist. Und ja, dann wird sich das mit den Heizkosten hoffentlich auch in Grenzen halten, weil so ballert die jetzt die ganze Zeit durch, außer nachts, da habe ich es nochmal ein bisschen runtergedreht. Einfach weil ich es warm haben wollte, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und normalerweise ist die so eingestellt, ich komme gegen 17 Uhr nach Hause, dass die ab 16:30 Uhr sich hochdreht auf eine gewisse Temperatur, die Temperatur dann hält und dann ab 22 Uhr wieder runtergeht. Und ja. Naja, auf jeden Fall war der Heizungstechniker da und der Kleine war ja krank und war dementsprechend nicht ganz so gut drauf am Anfang. Und dann meinte, oh, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ja, der Kleine ist krank. Oh, dann komme ich gar nicht erst rein, ich will ja nicht krank werden. Ich sagte, ja, wir brauchen aber eine warme Heizung, also bitte, ne? Hopp. Und dann kam er rein und hat mit der Heizung hin und her und das ging alles erstmal. Er hat dann erklärt, was er noch für Teile holt und er käme dann irgendwann wieder. Ich wäre ja zu Hause. Da sage ich, ja, ich bin heute zu Hause, weil der Kleine krank ist. Ich bin nur heute zu Hause. Ja, ich komme heute. 2,5 Stunden später kam er dann nochmal, so gegen 11, 11:30 Uhr, und hat dann das Teil angebaut. Das dauerte dann über eine Stunde, in der er mir einen Vortrag gehalten hat, dass die Pharmaindustrie ganz, ganz böse ist, sowieso nur unser Geld uns aus den Taschen ziehen will. Seine Tochter vom Arzt wegen irgendeiner Lungenerkrankung oder Bronchien Cortison verschrieben bekommen hatte, was sie ein Leben lang hätte inhalieren sollen. Dann wäre er aber aufgrund des Suchratens von einem Cousin, der irgendwie Chefarzt in der Berliner Charité gewesen wäre, darauf gekommen, im Reformhaus Manuka-Honig zu holen. Den hat sie 3 Wochen lang jeden Abend ein Löffelchen gegessen und sie war geheilt. Seitdem braucht sie nichts mehr. Seitdem nimmt die Familie diesen Manuka-Honig und die sind nicht mal mehr erkältet. Die sind total gesund und Manuka-Honig, also der ist auch ein Heilmittel gegen Krebs. Na, das hat er aber dem Arzt nicht erzählt, als der erstaunt war, dass die Tochter gesund ist, weil der bösen Pharma-Mafia und Pharmaindustrie kann man das ja nicht erzählen, dass man da so ein Allheilmittel gefunden hat. Die würden das ja eh nicht glauben und wahrscheinlich eher noch die ganzen Bäume abholzen oder die Bienen, die diesen Honig produzieren, zum Aussterben bringen. Ja, dann habe ich gesagt, ja, mein Sohn mag aber nicht wirklich Honig. Dann ist Kuhmilch ganz, ganz böse. Ja, ich weiß, es gibt Studien, die sagen, Kuhmilch ist böse. Und es gibt Studien, die sagen, Kuhmilch ist gut. Welcher Studie glaubt man? Wir trinken sehr, sehr wenig Milch. Bei Käse- und Joghurtprodukten ist es mir egal, ob echte Milch drin ist oder ob die aus Soja, Hafer, Mandel, schlag mich tot ist. Ich bin eh laktoseintolerant, also von daher hält sich das eh in Grenzen, auch mit der laktosefreien Milch, die kommt in meinen Kaffee und gut ist. Ja, na ah, und als Alternative am besten jeden Morgen Haferflocken mit Hafermilch. Das beugt allen Krankheiten vor, auch Krebs. Und wenn das doch nicht so ganz vorbeugt, weil man nicht genug davon gegessen hat, dann kann man ja den Manuka-Honig nehmen. Ich habe ihm tausendmal versucht zu erklären, dass er die Heizung reparieren soll, dass er mir nicht irgendeine Ernährungs- oder Gesundheitsberatung geben soll, dass ich nicht gegen Naturheilmittel bin, aber auch nicht nur dafür. Ich finde, einige Sachen haben wirklich ihre Daseinsberechtigung. Schließlich hat sich die Schulmedizin auch aus der Naturmedizin entwickelt. Und ich nehme auch nicht viele, viele Medikamente, nur wenn es wirklich sein muss, zum Beispiel für meine Schilddrüse. Das kriege ich alleine durch Ernährung nicht so sicher hin. So. Beim Kleinen habe ich alles probiert mit Globuli, mit verschiedenen Kuren, Aufbau, Immunstärkung, Vorbeugung, alles Mögliche hat alles nichts gebracht. Ne? So.
Und bei manchen Sachen braucht man auch die Schulmedizin. Eben wenn man eine schwerwiegende bakterielle Entzündung hat, ist ein Antibiotikum wahrscheinlich besser als ein Manuka-Honig. Weil wenn der nicht wirkt, dann hat man wahrscheinlich einfach, wenn man dann stirbt, zu wenig Haferflocken mit Hafermilch getrunken. Also ihr merkt, mich regt das wirklich auf. Ich finde es super nett, wenn es dabei geblieben wäre, dass er mir diesen Honig da empfohlen hätte. Ich habe auch geguckt, der ist schweineteuer und dafür, dass der Kleine jetzt Honig nicht mag, probiere ich das vielleicht in ein paar Jahren mal aus, ob das dann was wird, weil ich glaube schon an desinfizierende und antibakterielle und antivirale Wirkung von Honig. Und der Manuka-Honig, der kommt wohl aus Kanada, ist eine ganz spezielle Sorte und da ist das wohl alles konzentriert da drin. Kann auch sein, glaube ich auch, also kann ich jetzt nicht widersprechen. Auch der Hinweis, dass ich für ein großes Pharmaunternehmen arbeite. Hat ihn nicht davon abgebracht. Ich durfte mir dann nur anhören zum Schluss, es wäre schön, wenn ich seinen Ratschlag befolgen würde, aber mein Arbeitgeber hätte mich ja wahrscheinlich eh einer Gehirnwäsche unterzogen. Ernsthaft? Genau. Jo. So viel dazu. Das musstet ihr euch jetzt anhören. Und bitte, ich will keine Diskussion irgendwie lostreten. Ich verteufel niemanden, der auf Naturheilmittel schwört. Ich verteufel niemanden, der nur auf die Schulmedizin schwört. Wirklich, für mich hat alles seine Daseinsberechtigung. Und wer mit seinen Krankheiten und Infekten und allem einfach nur mit Naturheilmitteln klarkommt, weil er sich da auch super auskennt, super, Daumen hoch. Mir fehlt die Zeit auch dazu, um mich damit zu beschäftigen. Ich bin froh, dass es die Schulmedizin gibt und nebenher die Naturheilmittel. Wie gesagt, die Kinderärzte vom Kleinen, das ist eine Praxis mit mehreren, die sind auch erst immer pro Natur und erst wenn das nicht hilft, dann kommt wirklich die Schulmedizin. Meine Hausärztin ist eine Naturheilkundlerin, heißt es, glaube ich. Also da kriege ich auch erstmal, bevor ich wirklich irgendein Schulmedizin-Medikament bekomme, auch erstmal Naturheilmittel. Alles gut. Kommen wir jetzt wieder zu dem, weshalb ihr hier eigentlich zuguckt. Nicht so ganz Handarbeiten, aber ich habe euch ja am Anfang schon erzählt, ich habe einen Strang für die Hanna gefärbt, den sie sich gewünscht hat. Sie hat sich gewünscht, schwarz, gelb, pink, grün, irgendwas Krasses. Habe ich ihr gefärbt. Ich fand den auch total toll, den Strang. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht fotografiert. Das liegt in Hannas Hand, ob sie ihn euch zeigt. Sie hat sich die Fine Merino Sock Space von Lanatos in Vierfach ausgesucht. Und da man ja nicht nur einen Strang färbt und dafür alles rauskramt, habe ich noch ein paar weitere gefärbt. Die sind auch alle noch zu haben. Ich habe auch keine Namen für die Stränge. Wenn mir welche einfallen, bekommen sie Namen. Ansonsten bekommen die Nummern. Die werden morgen alle ordentlich fotografiert und in den Shop eingestellt. Also am besten, wer einen Strang möchte, der guckt dann ab morgen Nachmittag in meinen Shop. Morgen Nachmittag, morgen Abend. Wenn die noch nicht drin sind, weil es werden nicht alle auf einmal rausgehen, wenn die nicht drin sind, dann beziehungsweise, ja, dann kann man mich anschreiben, beziehungsweise ich werde versuchen, unter das Video in die Textbox hier zu schreiben. Wenn das Shop-Update erfolgt ist. Und bevor das Shop-Update durch ist, könnt ihr mir natürlich auch per WhatsApp oder per Insta-Direct-Message, Facebook-Nachricht oder E-Mail, ja, könnt ihr mich kontaktieren und sagen, wenn ihr einen Strang haben wollt, dann klären wir das so. Wenn jetzt meine Kontaktdaten noch nicht unter dem Video stehen, ihr euch aber interessiert für einen der Stränge, oh, Entschuldigung, dann guckt einfach mal unter ein paar Videos hier vor, da müssten auch meine Kontaktdaten drin stehen. Genau. Und weil wir gerade bei Fine Merino Socks Vierfach waren, da habe ich noch zwei Stränge. Also insgesamt habe ich drei Vierfachstränge gefärbt. Nehmen wir einmal den hier. In Türkis und ich würde sagen Lavendel-Lila-Tönen. Ein bisschen altrosa, würde ich sagen, dunkles altrosa. Ne? Und
Einen in Pink und Schwarz. Ja. Dann habe ich die sechsfach Fine Merino Sock Space von Nanatos gefärbt. Und dann war einmal so ein kleiner Mädchentraum in rosa, pink, lila Fliedertönen. Na, das ist die sechsfach. Die ist echt schön weich. Super für eine coole Mütze. Und ich denke, Handstulpen müssten sich da auch ausgehen. Also das sind 100 Gramm, die kleinen. Und die sechsfach sind 150 Gramm pro Strang. Dann habe ich hier ein, ne, den nenne ich ganz lieb für mich, vielleicht ist das auch schon der finale Name, Frankensteins Braut. Der ist schwarz-lila-grün. Ne, hat auch immer, wir haben auch immer noch ein paar hellere Stellen, weil ich die nicht komplett hundertprozentig durchgefärbt habe. Ich finde, das hat so ein bisschen Charme, wenn, also ich habe die Farbe mit Absicht immer so ein bisschen auslaufen lassen. Und dann der dritte Strang davon ist in Blau, Schwarz, Grün und Rot. Also das Rot ist nicht ganz so strahlend, wie es hier erscheint. Ich muss mal ganz kurz auf Pause machen. Bin ich wieder. Also wie gesagt, Grün, Blau, Schwarz und ein Rot, was dunkler ist, als man es jetzt so sieht. Ich würde sagen, es ist, ja, das kommt eher hin von der Farbe. Genau, das waren die Fine Merino Stränge. Dann habe ich zweimal, also zwei Stränge gefärbt auf der Trekking Gebleicht Base, Vierfach Sockenwolle. Und zwar einmal in Mädchenfarben mit lila Sprenkelchens. Ja. Die würde ich jetzt nicht unbedingt für ein Tuch verwenden, wobei ich von einer meiner Followerinnen und mittlerweile auch wirklich sehr guten Bekannten weiß, dass die auch in einem Tuch schon verstrickt hat und meinte, die ist tragbar für ein Tuch. Dann ist das der zweite Strang. Das ist so ein bisschen so ein weihnachtlicher Strang eher, ne? Mit eben auch wieder diesem dunkleren Rot, so. Grün und Weiß. Genau, das waren die Trekkingstränge. Und dann habe ich jetzt noch sechs Stränge, die ich euch zeigen kann. Zwei Qualitäten, zwei Bases. Und zwar einmal High Twist. Da habe ich auch so einen wundervoll gesprenkelten, so Galaxy angehaucht, wie ich ihn auch von der Fine Merino Socks habe. Ist halt 100 Gramm, genauso wie hier 100 Gramm. Die Fine Merino Socks und die Trekking vierfach, die haben 420 Meter auf 100 Gramm und die High Twist hat 400 Meter auf 100 Gramm. Die Fine Merino und die Trekking haben die gleiche Zusammensetzung. 75 Schurwolle, 25 Polyamid. Die High Twist hat 80 Schurwolle und 20 Polyamid. Ist auch schön weich, also auch eine super Tuchwolle. Dann habe ich so einen Herbstwaldstrang. Der ist mit so orange-braun-rot Tönen. Auch High Twist, auch schön kuschelig weich. Und der dritte ist pink und knalliges Türkis, würde ich mal sagen. Türkisblau. Und zwar ein bisschen in einem, naja, nicht mal Verlauf, aber halt hier, wo sie sich treffen, geht das so ein bisschen ineinander über. Ich habe die ungefähr versucht, so Hälfte, Hälfte zu färben. Genau, den finde ich auch echt toll. Nur leider finde ich, mir persönlich steht Pink jetzt nicht so, obwohl das jetzt gar nicht so schlecht aussieht. Aber Pink steht mir eigentlich nicht so gut. Von daher mal gucken. Dann kommen wir jetzt zu den letzten drei Strängen. Und das ist Baby-Alpaka. Das ist 100% Alpaka. Das ist ein Lace-Garn
mit 800 Meter auf 100 Gramm. Habe ich einmal hier so einen schönen gescheckten Strang, sag ich mal, in dunklen Fliedertönen. Einmal so ein lila Flieder und einmal so ein rötliches Flieder. Ich finde auch, also der hat auch so eine total schöne Verzwirnung. Sieht man jetzt nicht so gut, aber das sieht so ein bisschen perlig aus. Ist auch total weich. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt trotzdem verstanden, obwohl das Mikro nicht dran war. Ich habe nämlich keine Lust, das jetzt nochmal neu zu bequatschen. Wenn natürlich das jetzt grottig schlecht war, die Tonqualität mit dem fehlenden Mikro am Revers, dann muss ich mal gucken, ob ich es nochmal neu aufnehme oder ob ich euch einfach die wichtigen Sachen einblende. Wir haben hier, ne, mit Fliedertönen in diesem rötlichen Flieder und also von den Fliederbäumen, die gibt es ja so rötlich, also so. Ja, doch, rötlichem Flieder und in diesem Flieder, lila Flieder. Und das ist so eine Mischung da draus. Dann habe ich ein Knallepinken. Und 800 Meter reichen auch schön schon für ein Tuch, ne? Also man muss da nicht unbedingt zwei Stränge von haben. Und last but not least, in so einem schönen türkisblau, helles Petrol. Bin schlecht in Farben. In Farbnamen geben, sagen, was es wirklich ist. Ja. Genau, dann habe ich euch die alle soweit gezeigt. Bin dann eigentlich auch durch. Also wie gesagt, ich mache an den Projekten, die ich euch heute gezeigt habe, noch weiter in nächster Zeit. Dann will ich, wie gesagt, den Exploration Station eigentlich auch weitermachen. Da fehlte mir aber jetzt die Ruhe mit dem kleinen Zwerg direkt neben mir sitzend, wenn man sich da ja doch ein bisschen konzentrieren muss, in welcher Reihe man gerade ist. Dann steht ein Häkelprojekt nochmal an, nochmal eine Raupe mit Schmetterlingsflügeln und dem ganzen drumherum. Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch mal eine Folge kommen wird oder ob das jetzt die letzte Folge für dieses Jahr wird, weil ich habe ja jetzt Weihnachtsurlaub sozusagen, dadurch, dass der Kleine morgen krank geschrieben ist. Sonst hätte der erst am Montag gestartet. Aber wir haben noch saumäßig viel zu tun. Ich habe gerade extreme Probleme mit der Zusammenarbeit zwischen Amazon und DHL. Eine meiner Bestellungen ging schon zurück, weil sie nicht an die Packstation ausgeliefert werden konnte. Ich hatte aber die Benachrichtigung bekommen, dass es in der Packstation ist. Da war aber nichts. Jetzt wurde das nochmal neu losgeschickt. Und es sieht aus, als ob es schon wieder Probleme gibt. Denn es sollte vorgestern schon geliefert werden. Gestern stand oder vorgestern stand dann drin, dass der Lieferant geschlossen gehabt hätte und Packstationen sind 24/7 offen. Gestern stand dann, dass es erstmal eingelagert wird, um dem Empfänger entgegenzukommen aufgrund von Betriebsferien oder sonstigem. Und ich habe die Vermutung, dass auch das wieder zurückgehen wird. Und ich kann das nicht einfach nochmal bestellen. Heißt, ich muss mich wieder mit dem Kundenservice zusammensetzen, weil das so Plusprodukte sind, die eigentlich zu meiner anderen Bestellung, die nämlich in die Packstation eingelegt wurde, die dazugehören. Und ich habe das Gefühl, dass Amazon die vielleicht falsch verpackt hat, so dass die oder die falsch verschickt hat, nämlich nicht als Paket, sondern als Brief oder Großbrief oder Warensendung oder so. Und das kann ja nicht in die Packstation abgelegt werden. Aber ich habe extra den Mann, den ich da am Telefon hatte, darauf hingewiesen, dass in der Sendungsverfolgung stand, dass die Sachen nicht den Richtlinien, den Verpackungsrichtlinien entsprachen. Und ja, also wenn das jetzt nochmal zurückgeht, dann muss ich da nochmal anrufen und dann lasse ich mir das definitiv hier nach Hause schicken. Weil dann wird es im schlimmsten Fall entweder in die Packstation umgeleitet oder wahrscheinlich ja in die Filiale. Und dann kann ich das abholen. Das sind nämlich Puzzle für den Kleinen, weil der halt Puzzle und Knete gerade für sich total entdeckt hat. Und die will ich eigentlich haben. Auf das Memory kann ich noch verzichten, das kann ich irgendwann anders nochmal bestellen, aber die Puzzle möchte ich gerne haben.
Ja, den Omas habe ich auch noch mal ein bisschen Bescheid gegeben, was der Kleine braucht, so an Klamotten. Er wünscht sich Unterwäsche, Schlüppis, wie er es nennt. Halt alles von Cars oder Paw Patrol, ne? Oder Ninjago findet er total klasse. Ja, dann soll meine Eltern ihm einen Fußball schenken, weil mein Papa ja auch total fußballverrückt ist und Damian wünscht sich einen Fußball. Und meine Schwiegereltern sollen ihm bitte Play-Doh-Knete besorgen. Also nicht, dass ich denen vorschreibe, was sie ihm schenken sollen, sondern die haben mich beide gefragt, ob ich, sobald ich weiß, was sie ihm denn schenken könnten, Bescheid geben würde. Und das mache ich. Genau. Montag habe ich dann noch einen Zahnarzttermin und da mein Freund leider erst ab nächster Woche Donnerstag Urlaub hat, kann ich nicht zu meinem Arbeits-Weihnachtsessen. Das ist nämlich Montagabend und ich habe keinen Babysitter. Ich kann den Kleinen auch nicht zu meinen Eltern bringen, weil die erst, also meine Schwester frühestens um 15 Uhr aus der Schule zurück ist und ich müsste um 16 Uhr schon wieder hier in Berlin sein. Und bei einer knappen Stunde Fahrzeit schaffe ich das nicht, weil ich nämlich dann genau im Feierabendverkehr wäre. Ja, also kein Gendarmenmarkt, Weihnachtsmarkt mit schönem Festzeltessen im Pfefferbräuzelt. Jo. Mal gucken. Wenn ich den Kleinen vielleicht doch aus der Kita dann rausnehme nach Montag, nach meinem Zahnarzttermin, vielleicht fahren wir noch zu meinen Eltern für ein paar Tage. Und wenn ich mich entscheide, ihn doch noch 2 weitere Tage in die Kita zu bringen, nicht weil ich ihn hier nicht zu Hause haben will oder irgendwelche Termine hätte. Am Mittwoch ist die Weihnachtsfeier in der Kita für die Kinder. Und er hat ja jetzt schon den Nikolaus verpasst und ja. Bin ich am Überlegen, ob ich ihn dann halt Dienstag, Mittwoch hinschicke, damit er wenigstens die Weihnachtsfeier auch noch mitmachen kann. Hängt dann von seinem Gesundheitszustand ab. Jo, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch ein Video kommt. Falls ja, dann freue ich mich, euch wiederzusehen. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch schon mal ein wundervolles Weihnachtsfest, eine ganz tolle, besinnliche Vor- und Nachweihnachtszeit mit euren Liebsten. Auch wenn ihr kein Weihnachten feiert, einfach wirklich eine schöne Zeit und ja, einen tollen Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Januarwoche noch wieder. Also da nehme ich dann wieder ein Video auf und ich hoffe, dann kann ich euch ganz viel Fortschritt zeigen, dass ich jetzt ein bisschen mehr zum Stricken und Häkeln komme. Ich möchte eigentlich auch noch eine Hose für den kleinen Mann nähen und ein T-Shirt. Und Spinnen. Spinnen möchte ich auch. Ich möchte am besten das schwarze Merino fertig bekommen, die 100 Gramm. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, was ich euch eben schon gewünscht habe. Lob, Kritik, Anregung könnt ihr mir wie gerne wie immer hinterlassen. Und jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Adventswochenende mit einem tollen dritten Advent. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.